Viele Unternehmen der Holz- und Möbelbranche, die heute sehr flexibel produzieren, werden in Zukunft über digitale Assistenzsysteme und Robotikanwendungen nachdenken müssen. Heute sind diese Automatisierungslösungen allerdings häufig relativ starr gedacht, was dazu führt, dass die Flexibilität leidet. Wir im Forschungsprojekt Protolab haben uns Gedanken gemacht über modulare, skalierbare Lösungen im Bereich Automatisierung und Assistenzsysteme, wo kleine, mittlere, aber auch große Betriebe mit der Digitalisierung wachsen können und nach Assistenzsysteme zur optimalen Unterstützung des Mitarbeiters und Automatisierungslösungen einführen können.